Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wer dreimal den Termin beim Jobcenter schwänzt, der könnte in Zukunft 0 Euro bekommen als Sanktion. Darüber wird in der Bundesagentur für Arbeit diskutiert. Seit Monaten beschäftigen sich Fachleute mit der Frage, wie man Hartz IV reformieren kann. Das Ziel soll sein, Abbau der Bürokratie, mehr Zeit für die Arbeitsvermittlung und vielleicht auch eben weniger Missbrauch. Erst im Herbst wird darüber der Bundestag entscheiden, aber jetzt ist die Debatte schon entbrannt. Und wir wollen heute fragen, ist dieses neue Hartz IV härter, aber eben auch fairer? Meine Gäste heute sind Sandra Völker, eine der weltbesten Schwimmerinnen. Sie lebt im vergangenen Jahr kurz von Hartz IV und musste Privatinsolvenz anmelden. Sie versteigert jetzt alle ihre Medaillen. Michael Fielsch ist bei uns. Er sagt, ich bin leidenschaftlicher Hartz IV-Empfänger. Seit 15 Jahren lebt er vom Amt, will aber keine Arbeit mehr vermittelt bekommen. Judith Williams, die erfolgreiche Unternehmerin und Selfmade-Millionärin, sagt, wer arbeiten kann, der muss es auch tun. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, er kritisiert die Hartz-IV-Reformen als menschenfern und unzumutbare Verschärfung. Rita Knobel-Ulrich, Journalistin, Filmemacherin, sie plädiert für mehr Sanktionen für Langzeitarbeitslose. Sie sagt, Hartz-IV-Abzocker und Profiteure plündern den Staat. Und Thomas Lenz, Chef des Jobcenters in Wuppertal, er ist sicher, die meisten Menschen wollen arbeiten. Ja, es kann jeden treffen, sogar solche Menschen, die leistungsorientiert sind und erfolgsverwöhnt, wie Sandra Völker. Eine große Karriere unterm Auktionshammer wegen Insolvenz. Gefeiert und umjubelt hier an der Seite von Franziska van Almsick war Sandra Völker in den 90er Jahren eine der besten Schwimmerinnen der Welt. 45 Mal deutsche Meisterin, mehrfache Europa- und Weltmeisterin, Olympiamedaillengewinnerin. Auch finanziell erging es der Spitzensportlerin gut. In ihrer 20-jährigen Laufbahn verdiente sie über 1 Million Euro. Doch geblieben davon ist ihr nichts. Verunglückte Geldanlagen, Krankheit, Scheidung und eine gescheiterte Selbstständigkeit zwangen Sandra Völker jetzt in die Privatinsolvenz. Zuvor hatte sie im letzten Jahr Hartz IV beantragt. Von den Schulden will sie runter um jeden Preis und verkauft jetzt alle Zeugnisse ihrer Karriere. Pokale, Urkunden, WM und Olympiamedaillen. Frau Völker, diese Online-Auktion läuft bis Sonntag noch. Wir haben Sie hier aufgerufen. Da sind tatsächlich die 3 Olympiamedaillen. Für die eine auch schon ein hohes Gebot. Wir können ja am Ende der Sendung noch mal reingucken, ob sich da was getan hat. Mhm. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Mhm. Man hat ein ganzes Leben lang diese wahnsinnig vielen Medaillen sich erarbeitet und sie sind da und müssen versteigert werden. War das Ihre Idee und war das ein schwerer Schritt? Also meine Idee war es nicht und es war auf jeden Fall ein Prozess, da hinzukommen. Und da steckt schon ein bisschen Wehmut drin natürlich in der Geschichte. Aber es überwiegt im Moment wirklich die Motivation, einfach von den Schulden runterzukommen. Insofern. Und dann konnte man nicht mal wenigstens eine, zum Beispiel die Silbermedaille, die olympische Silbermedaille, konnte man nicht behalten und sagen, die hätte ich gerne behalten? Also ich habe es tatsächlich gefragt natürlich für meinen Nachwuchs letztendlich und es geht aber nicht. Also das sind eben halt bestimmte Sachen. Also wenn bestimmte Werte vorhanden sind, dann müssen die eben halt einfach auch zu Geld gemacht werden. Wo eben halt, was sich schon aufgelöst hat, wo eben halt einfach ein Riegel vorgeschoben wird, ist die Sachen, die man zu Hause hat. Also normale Wohnungsgegenstände, also auch die Möbel und sowas. Das ist zum Beispiel freiwillig von mir gegeben worden. Das hätte ich nicht machen müssen. Der Nachwuchs, man muss es vielleicht erwähnen, weil man es auch schon sieht, Sie sind guter Hoffnung. Insofern hat das Leben eine gute Wendung genommen in diesem Punkt. Mhm. 100.000 Euro Schulden habe ich gelesen. Und wir haben gesagt, das sind jetzt verschiedene Ursachen gewesen. Was waren denn die wichtigsten Punkte dahin, dass man eben von einem sehr hohen Stand auf dem Konto auf eben 100.000 Schulden kommt? Also dazu muss ich sagen, ist über 1 Million Umsatz gewesen. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Und ich habe investiert in eine Traumwohnung, die ich halt gerne haben wollte. Und damit fing es letztendlich an. Ich habe einen Sponsor gehabt, der dann in die Insolvenz gegangen ist und der Vertrag gar nicht stattgefunden hat. Der sollte für 4 Jahre laufen. Und ich habe dann an der Wohnung festgehalten und sie nicht verkauft. Mhm. Und habe zeitgleich eine Stiftung gegründet, in einen Filmfonds investiert und habe eben schon in die Zukunft auch investiert. Und bin dann aber davon natürlich ausgegangen, dass mindestens noch 10 Jahre so weiterläuft. Also ich war wirklich da in der Phase,
wo ich sehr erfolgreich gewesen bin. Und ich war, es ist einfach zu weit weg für einen, dass man dann darüber nachdenkt, dass es eben halt auch relativ schnell anders gehen kann. Da war ich überhaupt nicht. Und dann gab es natürlich den Weg von mir, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich war ja immer selbstständig. Ich habe ja im Grunde genommen alles gemacht wie ein Unternehmen und alles auch parallel geführt wie ein Unternehmen, was letztendlich auch zu viel war für einen 24-Stunden-Tag, wovon man die Hälfte schläft. Und das wollte ich alles nicht wahrhaben. Das ist das, was man im Leistungssport auch lernt. Durchhalten, wieder aufstehen, immer wieder aufstehen, egal was passiert. Und da hätte ich definitiv einfach Hilfe gebraucht oder einfach auch aussteigen müssen irgendwann mal eher. Dann wäre es vielleicht nicht so gekommen. Dann kommen so persönliche Lebenskrisen dazu. Es gab eine Krankheitsphase. Es gab eben genau in diesem Moment auch eine Trennung. Fast würde man sagen, es ist klassisch. Und trotzdem gibt es doch irgendwann mal einen Punkt, wo dann einem klar wird, so geht es nicht weiter. Wie war das bei Ihnen? Oh, es hat lange gedauert. Also dann, die Leidensfähigkeit ist, glaube ich, sehr hoch bei Leistungssportlern. Außerdem sind Sie prominent und da ist es wahrscheinlich auch nicht so leicht zu sagen, ich brauche Hilfe. Jedenfalls stimmt, ja, das kommt auch noch dazu, dass das auf jeden Fall. Es war mir natürlich auch unangenehm. Und ich habe ja schon auch mir Geld geliehen, auch von privaten Freunden und Familie. Insofern gab es dann aber tatsächlich einfach diesen Moment, dass eine Freundin zu mir gesagt hat, es war wieder der Moment, dass ich gesagt habe, ich würde mir noch mal Geld leihen. Und sie dann tatsächlich gefragt hat, meinst du, dass dir das hilft? Und dann ist es wirklich, dann kommt man an diesen Punkt und sagen, okay, es stimmt. Hilft das jetzt tatsächlich? Und es hätte definitiv nicht geholfen, weil dann wäre es wieder so weitergegangen. Mhm. Sondern es ging wirklich darum, mal auf das Große zu gucken und zu gucken, okay, was mache ich jetzt? Der Schritt zum Jobcenter war eine Hürde, die Sie nehmen mussten. Ja, absolut. Weil das Scham besetzt ist, weil es irgendwie ein Scheitern symbolisiert? Was ist es? Ja, das ist auch ein Angstthema letztendlich. Ne? Ich glaube, für jeden, der selbstständig ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das war schon, da habe ich 3 Monate für gebraucht, um da tatsächlich hinzugehen. Und das ist, und dann kommt dazu, dass es dann wirklich einfach das Scheitern so im Raum steht. Also es ist letztendlich das Beste, was ich habe tun können. Letztendlich. Ich bin froh, dass es das gibt, dass ich diesen Weg dahin gehen konnte. Aber da war ich nicht, bevor ich da den Termin gemacht habe. Wie viel Geld hatten Sie noch, als Sie den Termin gemacht haben? Nicht viel. Also hat es noch irgendwie, weiß ich nicht, für den täglichen Einkauf gereicht oder war das schon irgendwie am Limit? Also da ist es auch eine spezielle Situation bei mir. Ich habe eben halt Freunde gehabt und Familie, die mir geholfen haben und die das eben halt überbrückt haben mit. Ne? Sonst hätte das gar nicht funktioniert. Also aber auf jeden Fall eine Notsituation, wo man sagen könnte, hier bin ich jetzt, ich habe mich jetzt überwunden, ich stehe jetzt vor euch. Mein Name ist Sandra Völker, wie haben die reagiert? Ja, die haben natürlich gesagt, das ist sehr selten, dass sie so einen Besuch bekommen und dass solche Namen halt da auftauchen. Und waren sofort hilfsbereit, gütig und fein? Nein. Ich würde mal sagen, sie haben ihren Job gemacht, wie bei allen anderen Selbstständigen, die Hartz IV beantragen, das auch, wo sie genauso handeln würden. Es war halt auch ein großes Durcheinander zum Teil. Und das musste halt erstmal alles sortiert werden. Es wird die ja Anträge. Wirklich alles abgefragt. Es ist also auch für mich eine Herausforderung gewesen, diesen Antrag auszufüllen. Und ich glaube, dass ich recht intelligent bin. So. Und trotz Erklärung und so ist das in der Situation wirklich eine Herausforderung. Dass wirklich, ich habe auch wirklich, also der war nicht vollständig und ich habe direkt gesagt, es tut mir leid, dass der nicht vollständig ist, weil natürlich dann schon die Sanktionen genannt werden, wenn dann eben halt der nicht vollständig ist, dass dann auch keine Bescheide gibt, dass es kein Geld gibt. Also das wird ja von Anfang an auch so kommuniziert. Und ich kannte mich damit nicht aus. Also insofern wollte ich einfach nur signalisieren, ich bin bereit. Aber es kann sein, dass was fehlt und ich länger brauche für irgendwelche Unterlagen. Und so ging das eigentlich ganz gut. Es wurde dann kompliziert, weil ich eben halt einen Filmfonds habe, der halt an die Wand gelaufen ist, an die Wand gefahren ist. Wo man der aber konnte ans Geld nicht rankommt. Richtig, ne? Bis jetzt nicht. Also selbst die eigentlich gesagt haben, wenn man dann in die Insolvenz kommt, wird ein Rückkaufswert ermittelt. Das stimmt aber alles nicht. Also es ist bis heute, liegt der da irgendwo und es ist nicht, kann nicht zu Geld gemacht werden. Sie haben dringend Geld gebraucht. Wie lange hat es gedauert, dass Sie was bekommen haben, etwa? Von dem Moment an? Ich habe ja zwischendurch eben halt dann Geld bekommen, da kriegt man dann Bargeld. Mhm. Das ist dann so eine Überbrückungsgeschichte, genau, das war 200 Euro. Und 1,5 Monate, und ich war ja nur 2,5 Monate im Hartz IV drin tatsächlich. Und die Bescheide habe ich erst bekommen, da war ich schon in der Anstellung. Den Job haben Sie aber da über das Jobcenter gefunden? Nein.
das ist natürlich dadurch, dass ich prominent bin, werde ich natürlich nicht gleich auf den Markt gestellt, sondern ich durfte in die Kartei gucken und habe auch geguckt, ob es eben halt Jobs gibt, die interessant sind, wo ich mich bewerben könnte. Und ich habe es dann, das wurde umgekehrt gemacht. Genau. Sie arbeiten jetzt in einem Online-Versand. Wie haben Sie den Job gefunden? Der hat mich gefunden, glaube ich. Also ich war in einem Bio-Supermarkt und da hing der an der Pinnwand. Und das war so ein ganz unscheinbarer grüner Zettel. Und da ging es eben halt um diesen veganen Internetshop. Und ich bin da eben halt schon ein Jahr mit der veganen Ernährung eben halt, hatte ich schon zu tun. Und Ernährung begleitet mich ja schon mein ganzes Leben im Grunde genommen. Oder. Insofern habe ich gedacht, das kann ich. Das ist nicht so schwer. Und habe mich halt beworben und wurde direkt genommen. Das ist, weiß ich nicht, vermutlich nicht Ihr Traumjob. Wie geht es Ihnen heute damit trotzdem? Das stimmt. Auf der anderen Seite habe ich da wirklich Menschen kennengelernt und Dinge erfahren, die ich so sonst nie erfahren hätte. Also ich fühle mich da unglaublich wohl und es ist, glaube ich, auch ein sehr besonderer Arbeitgeber, weil es da sehr ums Menschliche geht auch. Neben dem, was natürlich wichtig ist, dass es auch ein Unternehmen ist in erster Linie. So unerwartet. Herr Fietsch, ich würde Sie gerne mit dazu holen. Wie wäre das für Sie, ein Job im Online-Versand? Nein, gar nicht. gar nicht im abhängigen Verhältnis sozusagen. Was ist ein abhängiges Verhältnis? Naja, irgendwo eine Arbeit machen zu müssen, die mir keinen Spaß macht oder die im Prinzip nichts mit meinem Wesen zu tun hat. Sie sind gelernter Schlosser, Sie haben als Techniker gearbeitet, Sie haben eine Umschulung bekommen, 2 Jahre, sind dann Fernmeldeanlage Elektroniker geworden. Genau. Und trotzdem keinen Job gefunden in dieser Profession? Nee, keinen Job gefunden, kann man so nicht sagen. Ich habe schon in diesem Bereich dann auch gearbeitet eben halt. Habe auch eigene Ideen umgesetzt, versucht umzusetzen, weil mein Naturell ist, etwas aufzubauen, etwas Neues irgendwo in die Welt zu bringen. Ja. Und wenn es dann läuft, ist das für mich völlig langweilig. Ja, und wenn ich da sozusagen in einem Arbeitsverhältnis drin bin, wo ich jeden Tag sozusagen immer wieder irgendwie wie am Fließband arbeiten soll, gehe ich zugrunde. Und was kommt denn dann überhaupt in Frage für Sie? Das, was ich jetzt mache zurzeit. Was machen Sie? Als Wendeberater. Was ist das? Die Gesellschaft versuchen aufzuklären über Alternativen, die, sage ich mal, von Frau Merkel immer propagiert wird, dass wir die Alternativlosigkeit haben, eben halt das nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt der Gemeinschaft, des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Sie sind im Internet extrem präsent, machen das eben dort auch. Also ich würde jetzt mal einfach sagen, Sie sind so ein Aktivist. Wir sind auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie einen Termin beim Jobcenter hatten und Sie haben diesen öffentlich abgesagt und weil Sie das einigermaßen interessant formuliert haben, haben wir gesagt, wir gucken uns ein paar Zitate daraus an. Sehr geehrte Frau R., vielen Dank für Ihre Einladung zum 8. Mai 2014 und das wohlwollende Interesse an meiner Person. Zu meinem Leidwesen muss ich den Termin aber absagen. Ich hätte am 2. Mai 2014 von 10 bis 13 Uhr Zeit für ein persönliches Gespräch mit Ihnen, direkt auf dem Gehweg vor Ihrer Billiglohn-Zwangsarbeitszentrale. Gerne würde ich mich mit Ihnen über Ihre fachlichen Defizite und Ihre Charakterschwäche sowie die negativen Folgen Ihres Handelns unterhalten wollen. Die Frage, ob ich weiterhin an Stellenangeboten interessiert bin, möchte ich unbedingt bejahen. Gerne dürfen Sie mir Angebote für leichte Tätigkeiten, natürlich meinen Interessen und meiner Qualifikation entsprechend, ab einem Monatsgehalt von 2000 Euro netto bei 20 oder weniger Arbeitsstunden die Woche zukommen lassen. Mit freundlichen Grüßen, Michael Fielsch. Also Frau Knobel-Ulrich hat tatsächlich gelacht, fürs Kabarett wäre es vielleicht tauglich, aber jetzt mal im Ernst, Sie wollen Geld vom Amt und beleidigen die zuständige Mitarbeiterin. Haben Sie das ernst gemeint? Also das mit den 2000 Euro, ja. Ja, aber dass Sie mit ihr über Ihre Charakterdefizite reden wollen, muss das sein? Also wenn ich reingehe ins Jobcenter, werde ich ähnlich behandelt. Ja, es wird immer darauf ausgegangen, eben halt, ja, du findest ja keine Arbeit sozusagen, man wird irgendwo auf eine Stufe gestellt, eben halt, die auch wehtut. Mhm. Ne? Und wir haben ein Problem und das sehen wir ja mit den Verschärfungen jetzt der ganzen Hartz IV oder der Planung, der Verschärfung und so weiter, dass wir im Jobcenter Mitarbeiter haben, die, sage ich mal, anklagen dürfen, die gleichzeitig verurteilen dürfen und vollstrecken dürfen. Also hier wird die ganze Gewaltenteilung eben halt ausgehebelt.
Und dadurch sind diese Mitarbeiter für mich, sie haben keine soziale Kompetenz. Aber Sie haben ja mir gerade jetzt schon gerade gesagt, dass Sie im Prinzip für einen Job, der so in einem Angestelltenverhältnis ist, gar nicht in Frage kommen. Dann wird es natürlich kompliziert für die, weil Sie sind 47 Jahre alt, Sie sehen gesund und kräftig aus und lehnen einfach das System ab, so verstehe ich das. Aber wenn Sie das System ableben, mit welchem Recht wollen Sie dann doch das Geld haben? Weil ich den ganzen Tag aktiv bin, weil ich einen 10-12-Stunden-Tag habe und arbeite. Ja, aber Sie arbeiten etwas, was Sie sich selber gesucht haben. Ja, warum soll die Allgemeinheit das finanzieren? Warum darf ich nicht etwas arbeiten, was meinem Wesen, meinem Interesse entspricht? Gar keine Frage. Aber die Frage ist, warum sollen wir Steuerzahler das bezahlen? Das würden sich jetzt wahrscheinlich viele denken. Bei mir im Prinzip, also Sie wissen auch, ich setze mich ein für das bedingungslose Grundeinkommen. Mir steht die Nutzung der Ressourcen dieses Planeten zu. Mir steht eine Existenzgrundlage eben halt gegeben von der Gesellschaft zu. Ja, und daraus heraus bringe ich mich freibestimmt in die Gesellschaft ein. Es gibt ja Parteien, die auch dafür eintreten, Verbände, die dafür eintreten. Ja. Die bezahlen sogar Menschen wie Sie. Warum machen Sie das nicht? Und dann wären Sie quasi nicht, also meine Supermarktkassiererin wäre dann nicht verantwortlich dafür, dass Sie Ihr Geld bekommen. Ja, ja. Nee, ich habe ja das auch so ausgedrückt, nämlich schreiben, Sie haben ja bloß einen Auszug jetzt gebracht, eben halt, dass ich das Ganze auch als PR-Maßnahme gemacht habe. Denn ich will ja als Berater, sage ich mal, gerne tätig werden, eben halt. Nur ist schwer, an mein Kundenklientel dort ranzukommen, vor allen Dingen an das, was auch was bezahlen kann. Ich bin gespannt, ob Sie jemanden finden, der Sie von Ihnen beraten lässt, auf jeden Fall. Frau Knobel-Ulrich, glauben Sie, dass Herr Fielsch eben mit dem, was er sagt und mit den 15 Jahren, die jetzt so hinter ihm liegen, ist der überhaupt vermittelbar, Ihrer Meinung nach? Für die Arbeitswelt. Na, erstmal ist ja noch nicht mal die Frage, ob er vermittelbar ist. Also die Frage ist, ob Sie bei Ihrer Verweigerungshaltung jemals darüber nachgedacht haben, dass zur Zeit, wo wir jetzt hier diskutieren, bundesweit zum Beispiel Heerscharen von Putzkräften auch nicht gerade ihrem Traumjob nachgehen und Büros putzen und morgen früh um 6 die Supermarktkassiererin an der Kasse sitzt. Und die Herren und Damen, die jetzt hier den Ton machen und die Kamera schwingen, die haben auch nicht Geld zum Abwinken und finanzieren sie mit. Und dafür ist Hartz IV nicht gedacht. Hartz IV ist dafür gedacht, Menschen wie Frau Völker zu unterstützen, die in Not geraten sind, die sich da offensichtlich hervorragend wieder rausgeruppelt hat. Und ist dafür gedacht, Menschen, die ihren Job verloren haben, weil die Fabrik eingestampft wird, weil die Fabrikation ins Ausland verlagert wird, diesen Menschen zu helfen. Und denen, finde ich, gehört auch unsere volle Unterstützung. Nur ist Solidarität keine Einbahnstraße. Und das wäre jetzt meine Frage an Sie. Ich finde, für das, was wir alle Ihnen jeden Monat zukommen lassen, haben Sie sich gefälligst auch anzustrengen, um sich selber zu ernähren. Also Sie können doch nicht sich in so ein Konstrukt selber konstruieren und sagen, ich bin ja so wunderbarerweise gesellschaftlich tätig. Da kann auch jeder, der für Amnesty International tätig ist, sagen, ja, also ich muss den ganzen Tag mich um die politischen Gefangenen kümmern. Ich kann nicht arbeiten. Ich finde, Sie haben doch sehr viel mehr als viele Hartz-IV-Empfänger. Sie haben eine Ausbildung, Sie sind Schlosser. Sie können, wenn Ihnen das nun so schrecklich gegen den Strich geht, im abhängigen Verhältnis zu arbeiten, dann machen Sie sich doch selbstständig. Bieten Sie Ihre Dienste als Schlosser, als selbstständiger Handwerker an. Aber sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich kassiere 15 Jahre lang, das haut mich echt vom Hocker, Hartz IV und komme damit durch, das haut mich noch mehr vom Hocker, weil ich als Steuerzahler kriege, wenn ich weiß, dass man Leute wie Sie ernährt. Und ich finde, ich würde Sie nicht vermitteln, sondern ich würde sagen, Sie kriegen gar kein Geld mehr. Dann gucken Sie, wie Sie klarkommen. Ja. Haben Sie dafür Verständnis für die Haltung? Nee, da würde ich jetzt einfach sagen, woher haben Sie diese göttliche Wahrheit? Dass Sie glauben, eben halt zu wissen, was das Richtige ist. Na, ich ernähre Sie mit meinen Steuern und alle, die hier sitzen, auch. Und dafür, Frau Williams, würden Sie denn, Sie sind ja Unternehmerin, es gibt 2 GmbHs, Sie sind beteiligt an weiteren Firmen, 70 Angestellte arbeiten für diesen Betrieb, also 10 davon, glaube ich, in den eigenen Unternehmen. Sie haben Erfahrung mit Mitarbeitern, würden Sie Herrn Fielsch einstellen?
Jetzt einfach nur, auch wenn er sagt, er möchte es nicht. Geht das überhaupt dann? Also Herr Filsch glaubt ja, dass er Berater ist. Aber was ist, wenn man merkt, es will eigentlich keiner von Ihnen beraten werden? Dann müssen Sie ja sich auch anpassen. Und ich glaube, da ist keine Anpassungsfähigkeit bei ihm. Ich mache mir vor allem um ihn, ehrlich gesagt, gar nicht so große Sorgen, weil er scheint sehr gute Nehmerqualitäten zu haben. Ich mache mir sehr viel mehr Sorgen um Hartz-IV-Empfänger, die alleinerziehend sind. Solchen Frauen würde ich lieber eine Chance geben, als in einem Fall ihm der andere Möglichkeiten. Sie haben damit natürlich gerechnet, Herr Fiesch, weil Sie wollten provozieren. Aber die Frage ist, warum das geht. Herr Lenz, solche Fälle von Arbeitsverweigerung, so nenne ich das jetzt mal, verzeihen Sie mir das, gäbe es das bei Ihnen im Jobcenter Wuppertal oder hätten Sie schon viel länger irgendwie eine Bremse gezogen? Naja, im Prinzip, da muss man sich den Einzelfall angucken, was ich wichtig bin. Und das sage ich auch mal ganz offen, mich ärgern solche Debatten. Mich ärgert eine solche Darstellung, weil sie einen Eindruck vermittelt, als ob in diesem System nur Menschen sind, die keine Lust haben zu arbeiten. Nein. Wir haben in dem System, ich sage das mal an den Wuppertaler Zahlen, rund 8000 Menschen, die arbeiten, aber deren Einkommen so niedrig ist, dass wir die aufstocken müssen. Wir haben, Sie sprachen es an, 4000 Alleinerziehende in diesem System. Und wir haben Menschen, die aufgrund ihrer Rahmenbedingungen ja nie mehr eine Chance im ersten Arbeitsmarkt haben werden, weil sie persönlich entsprechend strukturiert sind und weil es diese Arbeitsplätze nicht gibt. Also es ist ein ganz vielschichtiges System und ich bedauere, das immer in so Einzelfällen so negativ rüberkommt. Nee, wir wissen, dass Herr Fiesch natürlich nicht stellvertretend ist für die Masse der Hartz-IV-Empfänger. Aber er zeigt doch eines ganz exemplarisch und deswegen haben wir ihn eingeladen, weil wir ja auch über Sanktionen reden wollen. Wir haben das Gefühl, er zeigt, dass wenn man möchte, wenn man drumherum kommen will, schafft man es. Und wir haben auch das Jobcenter, das zuständig ist, gefragt, wie kann das sein? Erstens hat er wirklich noch nie, wie Herr Fiesch sagt, ein Arbeitsangebot erhalten in 15 Jahren. Das Jobcenter sagt, ja, die persönliche und bisher erworbene berufliche Kenntnisse, die Aktualität dieses Wissens und die gesundheitlichen Einschränkungen haben eben die bisher erfolgten Stellensuchläufe keine geeigneten Stellenangebote ergeben. Zweitens, er hat bisher noch nie eine Sanktion bekommen, weil er immer zuverlässig mitgearbeitet hat, an Maßnahmen teilgenommen, Termine und so weiter. Drittens, jetzt dieser Termin, öffentlich abgesagt. Da wird jetzt eben ihm eine Möglichkeit gegeben, noch mal ein Anhörungsverfahren. Wenn die wichtigen Gründe, die er angibt, keine wichtigen Gründe im Sinne der Agentur sind, des Jobcenters, dann gibt es jetzt eine Kürzung in Höhe von 10% in 3 Monaten. Aber das zeigt doch, wenn es jemand drauf anlegt, dann ist da eine Möglichkeit zu existieren, obwohl das so nicht vorgesehen ist. Klar. Wie erklären Sie sich das denn? Wenn Sie einen guten Anwalt haben, wenn Sie einen guten Arzt haben, wenn Sie ein gutes Sozialgericht haben. Also deshalb möchte ich Ihnen ausdrücklich widersprechen in Ihrer Aussage, dass da die Gewaltenteilung aufgehoben wird. Ja. Wenn ein Jobcenter Ihnen einen Bescheid erteilt, dann haben Sie, und das ist auch gut so, wie jeder andere Bürger, wie jede andere Bürgerin auch, das Recht dagegen vorzugehen über die entsprechenden gerichtlichen Schritte. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, dass Verwaltungshandel überprüft. Aber es geht. Es geht. Na, es geht ohne Sanktion. Er nimmt die Termine scheinbar immer pünktlich wahr. Bisher ja. Er nimmt die entsprechenden Angebote wahr. Und dann sage ich mal, wenn ich mit einer Einstellung wie eben dokumentiert zum Arbeitgeber gehe und formuliere das, dann gehe ich nach 5 Minuten wieder raus und der bedankt sich sehr herzlich bei mir für das Vorstellungsgespräch. So, seid Sie nicken. Also, da kann auch ein Jobcenter, also trotz allzu guter Arbeit, auch nichts gegen anwenden. Mhm. Aber nochmal, das betrifft ganz, ganz wenige Menschen im System. Ja. Die meisten Menschen wollen arbeiten. Die meisten Menschen sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten höchst engagiert. Es mangelt oft nur an entsprechenden Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt, weil die haben wir ja auch nicht genug. So, das wollen wir nacheinander aufdröseln. Wir nehmen den ersten Punkt. Die meisten Menschen wollen arbeiten. Frau Knobel-Ulrich, Sie haben einen Film gemacht, Sie haben ein Buch gemacht, Sie haben recherchiert. Ist das jetzt, also wir haben ihn als krassen Ausnahmefall erlebt. Ist das auch das, was Sie gesehen haben? Also wenn man, oder ist es so, dass wenn man will, kommt man einfach drum rum und das machen mehr, als wir glauben? Also ich stimme Ihnen selbstverständlich zu. Natürlich gibt es Menschen, die verzweifelt und dringend Arbeit suchen. Das ist ja keine Frage. Aber Sie werden mir auch zustimmen, dass wenn man es so wie Herr Fiesch macht, dass man freundlich und höflich ins Jobcenter geht und sagt, selbstverständlich gehe ich dahin und werde mich um den Job bewerben,
und man gibt dem Arbeitgeber, sagen wir mal, in den ersten 5 Minuten zu verstehen, dass man ständig Rückenschmerzen hat, unter unerklärlichen Schwindelanfällen leidet, man zieht sich vielleicht auch nicht so gut an, trinkt ihm vorher noch einen Schluck aus der Pulle, dann ist die Sache ruppel die Puppel vom Tisch. Nur man muss das natürlich irgendwann mal nachfragen. Wenn er seit 15 Jahren auf dieser Tour reitet, ist mir vollkommen rätselhaft, warum da nicht irgendwann mal einer vom Jobcenter sagt, wissen Sie was, so läuft das nicht. Ja, wir können das dem Steuerzahler auch nicht zumuten. Wie gesagt, ich finde, wir müssen selbstverständlich Menschen wie Frau Völker unterstützen, das ist doch keine Frage. Sie haben aber ja, das nicht, finde ich. Sie haben in dem Film, den Sie gedreht haben, der heißt Die Hartz-IV-Maschine, Geschäfte mit der Arbeitslosigkeit einen Rundumschlag gemacht. Also ja. Sie haben ja alle Seiten sich angeguckt, Sie haben geguckt, wer verdient an den Arbeitslosen, ja. Zum Beispiel auch die, die die Maßnahmen machen. Sie haben Firmen gefunden, die die Ausbildungsplätze sich finanzieren lassen. Aber Sie haben eben auch Arbeitslose gefunden, von denen Sie dann sagten, die wollen gar keinen Job. Da gucken wir an der Stelle kurz in diesen Film hinein. Im Jobcenter Hamburg trifft sie Klaus Müller. Er vermittelt Stellen in der Gastronomie. Sein Alltag ist frustrierend. Heute sind von 15 eingeladenen Bewerbern nur 2 gekommen. Gerade bei denen, die wir jetzt auch eingeladen haben, bei den unter 25-Jährigen, ist die Trefferquote, das heißt diejenigen, die auf eine Einladung erscheinen, selten höher als 10%. Das heißt, 10%? Das heißt, sie laden 10 ein und einer kommt. Einige Ausreden der Bewerber kennt der Jobvermittler auswendig. Wenn man mit den Burgerketten kommt, dann kommt häufig Vegetarier. Ich bin Vegetarier und kann das nicht. Auch bei dieser jungen Bewerberin beißt er sich die Zähne aus. 3 Sachen haben wir noch. Regalauffüller in Teilzeit oder Vollzeit. Da ist viel zu tun, da muss öfter mal nachgefüllt werden. Das geht von der Gemüsedose bis zum Joghurtbecher, muss ja alles rein in die Regale. Ja, füll mal 8 Stunden Regale auf, Mama. Oder 6 Stunden. Und dann noch ja, besser als mein. Wir suchen auch noch Servicekräfte für McDonald's. Ich weiß nicht, McDonald's. Und dann müsst ihr meine Nägel abmachen. Frau Knobel-Ulrich, kann man einer jungen Frau denn wirklich vorwerfen, dass sie zu ihrer Mutter sagt, nee, Regale auffüllen, 6 bis 8 Stunden, Mama, nein. Herr Fielsch hat volles Verständnis, dass sie das ablehnt. Sie auch? Nein, weil ich denke, die Leute, die jetzt, ich sage ja, die morgens an der Supermarktkasse sitzen, die Taxi fahren, die heute Nacht die Büros putzen, die verwirklichen sich ja auch nicht selber. Wir können doch nicht so tun, als ob jeder, der arbeitet, seinen Traumjob hat. Und ich finde, man hat auch nicht einen Anspruch auf einen Traumjob. Wir müssen zu dem Prinzip zurückkehren, dass jeder Mensch zunächst mal sich selber ernähren muss. Egal. Von welcher Arbeit? Ja. Haben Sie das Gefühl, die Arbeitsmoral ist wirklich anders als meinetwegen, als Sie so alt waren wie die junge Dame hier? Das kann sein. Also ich denke mal, die Leute, die jetzt zum Beispiel nach dem Krieg hier in den Westen kamen, die haben ja auch nicht alle gesagt, wissen Sie, ich war in Breslau Lehrer und in Königsberg war ich Ingenieur und jetzt nehme ich auch nur eine Arbeit als Ingenieur und Lehrer, sondern die haben auch in die Hände gespuckt und gearbeitet. Und ich finde, das ist das Mindeste, dass man nicht jetzt sagt, ich habe einen Anspruch darauf, einen möglichst tollen Job. Ich höre das auch merkwürdigerweise oft von Leuten, die haben weder eine Schulausbildung noch überhaupt eine Ausbildung, haben aber die Vorstellung, dass den Kohl vom Feld zu holen oder zu putzen oder irgendeine Tätigkeit zu tun, die sie ernährt, dass das würdelos und nicht ihrer Vorstellung entspricht. Das kann doch nicht sein. Herr Schneider, es geht da um die Zumutbarkeit der Arbeit. Tatsächlich, es heißt, die Arbeit muss den Menschen zugemutet werden. Das ist ein Punkt, den Herr Fielsch auch immer betont, in dem, was er dann online stellt. Sind Sie denn da bei ihm? Ich glaube, wir haben hier mit Ausnahme von Herrn Fielsch Konsens. Also wir reden jetzt im Moment seit 20 Minuten das Gleiche. Wie? Natürlich, das steht fest, mit Ausnahme Ihrer Person sind wir, glaube ich, alle der Ansicht, und es ist die überwältigende Mehrheit in der Republik, dass der selber Geld verdienen kann, es auch tun muss. Egal, und wenn er Hilfen dazu bekommt, dann muss er diese auch annehmen. Und wenn er sie verweigert, verwirkt er das Recht auf Hilfe. Das ist also wirklich breitester Konsens. Was die Zumutbarkeit anbelangt, ist es eine Frage, sagen wir mal, der Vernunft. Ich muss aufpassen bei der Zumutbarkeit, dass ich keine Biografien kaputt mache. Früher hat man sehr darauf geachtet, heute nicht mehr. Ein Beispiel, wenn ich einen Facharbeiter habe mit 50 und gute Ausbildung, alles, dann werde ich ihn nicht sofort ins Regale
auffüllen schicken, weil ich seine Biografie beruflich nicht kaputt mache. Ich werde schwieriger haben, ihn dann weiter zu vermitteln in bessere Jobs. Das heißt, man muss bei der Zumutbarkeit, so wie das früher mal war übrigens, bei der Arbeitslosenhilfe, muss man sehr genau hinschauen. Und da hat man immer erst mal versucht, einen gleichwertigen Job zu finden. Wenn das nicht klappte, hat man nach ein, zwei Monaten gesucht, immer ein bisschen tiefer. Heute ist es sehr unvernünftig, geht sofort, wenn man will, auf null. Und dann kriege ich zum Beispiel, ich habe mal Anschreiben gekriegt von, da habe ich gesagt, das darf nicht sein, von einem Bauingenieur, der war Mitte 50, Firma ist pleite gegangen und der sollte dann einen Eurojob annehmen in einer Schule und sollte den mit seiner Bauingenieurskunst beibringen, wie man Schwalben bastelt. Er wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah. Er sagte, wollen die mich nicht mal erstmal als Bauingenieur versuchen zu vermitteln? Wollen die nicht mal hingehen und gucken, ob man mich auf meinem Status, das ist auch Sache von Stolz und Würde, vermitteln kann? Ich glaube, diese Diskussion kann man Ansicht, insofern man muss, abkürzen, weil Frau Knobel-Ulrich Moment, hat für diesen Satz, Film, ein glaube ich, wirklich, ausgeklammert. Es ist aber sehr wichtig, damit ich nicht falsch verstanden werde. Wirklich. Es geht nicht darum, dass nicht jeder auch alles tun muss. So. Um das nochmal zu sagen, es ist eine Sache der Vernunft, aber der vermittelnden Stellen, erst mal zu schauen, was kann er. Sie haben besonders eben ein Augenmerk auf 25- bis 45-Jährige gelegt für diesen Film. Und da gab es zwei, die habe ich gesehen in dem Film, die waren 45 und haben gefragt, was würden sie denn gerne tun? Und haben gesagt, Rente. Ja. Und haben das ernst gemeint. Also ja. Es ging ihnen gar nicht um diese 50-Jährigen, die aus dem Job rausfallen, die können nichts dafür, sondern es geht ihnen um die jungen Leute. Sie sagen ja auch, unter einem gewissen Alter würden sie gar nichts zahlen. Ja, so ist es. Warum? Also ich denke mal, es kann ja nicht sein, dass es, was Herr Buschkowski zum Beispiel aus Neukölln berichtet, dass es da ganze Schulklassen gibt oder Schüler, die sagen, wenn man sie fragt, was willst du mal werden? Ich werde Hartz IV. Also man muss diesen Ausweg, finde ich, für junge Leute abschneiden und sagen, du kriegst keine Wohnung. Und du kriegst nicht 391 Euro im Monat, sondern du kriegst Lebensmittel und du kriegst eine Unterkunft. Wir wollen ja niemanden unter der Brücke haben, selbstverständlich. Aber man muss denen die Perspektive vermitteln, lern was. Aber hier ist auch wichtig zu wissen, denn das vermittelt sonst einen falschen Eindruck von den Jugendlichen. Von den jetzigen Hartz-IV-Beziehern sind 300.000 Jugendliche in Ausbildung. Das heißt, die tun was. Und wir haben einige hunderttausend Jugendliche, die arbeiten, die stocken auf. Es ist nicht so, dass sie alle nicht wollen. Es gibt natürlich, und Herr Buschkowski redet ja auch recht viel über seine Erfahrung zu Recht in Neukölln. Ja. Aber zum Glück ist Neukölln nicht überall. Das ist richtig. Trotzdem die Frage an Frau Williams und Frau Volker, weil Sie beide quasi auch in der Situation mal gewesen sind, wo Sie von vorne angefangen haben. Haben Sie Verständnis, dass es eben, so wie Herr Fisch sagt, man kann nicht jede Arbeit annehmen? Wenn Sie nicht unter gewissen Umständen, aber wirklich in diesem Alterszeitraum von 20 bis 45, 50, glaube ich, muss man wandelbar sein. Mhm. Wenn der Arbeitsmarkt sich verändert, dann muss ich bereit sein, mich selber zu verändern. Ich habe ja eine Verantwortung für mich. Und dass wir jemanden wie Herrn Filch miternähren können, liegt ja nur daran, dass jeder von uns eine Leistung vollbringt. Mhm. Und das ist schon sehr unfair, wenn man sich anschaut, andere Hartz-IV-Empfänger, wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die trotzdem arbeiten gehen, aber vielleicht nur 20 Euro über dem liegen, was er verdient, sage ich mal in Anführungszeichen, mit Hartz IV. Wie würden Sie das hin? Sie haben eine kurze Erfahrung in dieser Arbeitslosigkeit. Sie haben geschildert, wie schwierig das ist und Sie sind jetzt unter dem, was Sie gelernt haben, beschäftigt. Genau, ich habe keine Ausbildung. Also es ist, ich finde, da stecken unglaublich viele Dinge drin, die gar nicht beachtet werden in dem Fall. Wenn wir über das System reden, in dem wir stecken, gebe ich Ihnen recht. Wenn wir darüber sprechen, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, reden wir über was anderes. Mhm. Also da haben sich viele schon zu geäußert. Also gibt es sehr bekannte Menschen auch. Dann kann man sich die Sache anders anschauen. Weil es geht schon darum, dass, genau, das ist ein Punkt, der ist interessant. Da sollte man hinschauen, wenn man das miteinander vergleicht. Weil dann, Sie reden ja gerade so. Ja. Wobei wir das bedingungslose Grundeinkommen heute nicht zum Thema haben. Nee, auch wenn Herr Fisch das gerne sehen, das wäre eine andere Sendung. Ja. Uns geht es tatsächlich um die Frage, wie sinnvoll Hartz IV im Umgang ist mit denen eben, die arbeiten wollen und die nicht arbeiten wollen, die nicht arbeiten können. Maßnahmen, Herr Lenz, bekommen ja alle dann tatsächlich angedient. Es gibt einen Befund von Frau Knobel-Ulrich, die zitiert den gerne. Da gab es mal einen im Jobcenter, der gesagt hat, 80% unserer Maßnahmen sind sinnlos. Wie sehen Sie das? Würde ich überhaupt nicht sehen. Also zum einen bekommen leider nicht alle Menschen, die in dem System sind, Maßnahmen. So viel Geld haben wir nicht. Zum zweiten gibt es sehr unterschiedliche Maßnahmen. Ja. Also in Jobcentern kann man Umschulungen organisieren. Man organisiert Sprachkurse. Man organisiert Qualifizierungen im weitesten Bereich. Und dann gibt es natürlich auch Kurse, da geht es um, ich sag mal, die Basis des Lebens, mal wieder Struktur reinzubringen.
bekommen, morgens aufstehen, um 8 Uhr zu kommen, bis 16 Uhr da zu bleiben. Ja. Das macht dann in diesen Maßnahmen von außen betrachtet als ziemlich absurd klingen. Aber unser Job ist es, die Menschen da abzuholen, wo sie sich aufhalten. Und die sind eben halt nicht alle so gestrickt, wie wir das vielleicht sind. Das wäre jetzt etwas für Herrn Fielsch, weil Sie 15 Jahre draußen sind, müssten Sie sich quasi neu organisieren. Was haben Sie gemacht? Mit dem Abholen, sage ich mal, das Ganze hat ja auch das ausgelöst, dass der Arbeitsberater, den ich hatte und mit dem wir eine tolle sozusagen Richtung eingeschlagen haben, die meiner Fähigkeit und wo ich hinkommen wollte, die ist schlagartig weg, weil der ist weg. Sondern was war denn die Richtung, die Sie haben wollen? Das, was ich machen will. Ja, diese Beratertätigkeit eben halt. Und das, was ich ja als 10-12-Stunden-Tag ja mache, Sie fragen ja überhaupt nicht, was ich überhaupt arbeite. Doch, ja? Sie haben gesagt, Sie wollen beraten eben für die politischen Veränderungen. Ich mache und Radiosendungen, ich mache, organisiere Diskussionsrunden. Ja. Ja? Ich dokumentiere jetzt die Opfer der Agenda 2010. Das ist gerade eine Aktion vom 1. bis 24. Die ist tagtäglich. Deshalb hatte ich keine Zeit, eben halt diesen Termin wahrzunehmen, weil wir auch gerade am anderen Ende der Stadt waren. Und der letzte Berater im Jobcenter hat gesagt, das ist fein, was Sie machen, und deswegen unterstützen wir das, oder was? Die Maßnahme, in der ich dann drin war, in der Trainingsmaßnahme, in der ich gekommen war, drin war kurz, die hat gesagt, das ist im Prinzip eine ganz tolle Idee. Und es gibt im Prinzip für einen sozialen Berater, für sozusagen auch Firmen, sozial zu beraten, anders zu denken eben halt, gibt es mit Sicherheit Bedarf. Und da hat man Sie hintrainiert dann? Und da hat man mich hintrainiert. Das Ganze wurde dann beendet eben halt, beziehungsweise ich musste es auch beenden. Und jetzt hatte ich eigentlich gedacht, okay, demnächst kommt wieder ein Termin und dann können wir wieder den nächsten Schritt eigentlich machen. Mhm. Und jetzt ist eine völlig neue Sachbearbeiterin da. Und da weiß ich, dass die ganze Mühle wieder von nach vorne anfängt. Das Problem ist wirklich... Vorsichtig formuliert, Sie sind etwas untypisch. Ja. Einfach deshalb, Sie haben eine politische Message und Sie gehen davon aus, dass Ihr Recht ist, diese zu verwirklichen und dann eben von der Allgemeinheit dafür bezahlt zu werden. Das funktioniert nicht, das kann ich Ihnen sagen. Das heißt also, die Maßnahmen, das andere ist jedoch, was die Maßnahmen von ihm anbelangt, da müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Wir haben die Hälfte der Hartz-IV-Bezieher im Moment, der arbeitslos gemeldeten Hartz-IV-Bezieher, haben nicht mal eine Ausbildung. Das heißt, vieles wird dafür getan, dass man irgendwie Qualifikationen denen auch mitgibt, dass sie überhaupt wieder vermittelbar werden. Denn wir haben, das weiß jeder, einen immer härter werdenden Arbeitsmarkt. Wenn man heute in irgendeinen Großhandel geht, wer sitzt an der Kasse? Früher waren das Kassiererinnen, heute sitzen da Studentinnen und Studenten. Das heißt, es wird immer mehr, fallen die Berufe weg, wo man Menschen auch noch gut hin vermitteln konnte. Und stattdessen werden Praktikanten genommen, werden Studenten genommen, werden andere genommen. Wir haben wirklich einen immer härter werdenden Arbeitsmarkt. Wir kommen also um Qualität und Qualifizierung zum großen Teil nicht rum. Dann haben wir Menschen, die hatten Sie gerade angesprochen, da können wir uns das ist übrigens der Großteil, Qualifikationsprobleme, auch bei den Alleinerziehenden übrigens. Ja. Und dann haben wir Menschen, denen fehlt mehr. Die haben richtig Probleme. Wenn Menschen einen Job verlieren, wenn sie vielleicht noch einen Partner verlieren und wenn sie dann keine guten Freunde haben, die einen stützen, dann fangen die vielleicht auch mal an, einen Schluck mehr zu trinken, soll nicht nur bei Hartz-IV-Beziehern vorkommen und anderes. Und dann kann jemand von der Rolle sein. Und da haben die Maßnahmen auch nicht mehr gegriffen, weil die waren immer alle von der Stange. Wenn man jemanden aber hat und sagt, okay, der braucht vielleicht 1-2 Jahre. Man hat Leute, die kommen ins Büro und dann denkt man, mein Gott, der muss erst mal zum Zahnarzt oder so oder mal Gesundheit checken lassen. Und da klappte und da griff das ganze Hartz IV nicht, und zwar deshalb nicht. Ja. Und das sehen wir auch an Ihrem Beispiel, weil sich die Jobcenter immer mehr darauf konzentrierten, gut vermittelbare Menschen sich anzugucken, noch schnell wieder. Das ist aber auch Ihre Aufgabe. Nein, Entschuldigung. Sie müssen sich auch. Das Arbeitsamt soll ja nun nicht mehr Kreuzung aus Aber dann passiert genau das, was Sie ja zu Recht bemängelt haben, dass jemand plötzlich ein Jahr lang kein Stellenangebot mehr kriegt. Das ist das Problem. Frau Knobel-Ulrich, Sie haben sich diese Sachen angeguckt, Sie haben eine lange Reportage gemacht. Sie reden von der Armutsindustrie. Das heißt also von einem ganzen Bereich, der quasi nur daran Geld verdient, dass man eben mehr oder weniger sinnvolle Dinge tut. Woher kommen diese 80%, von denen Sie sagen, die Maßnahmen, die da gemacht werden, die zum Teil eben auch von den Wohlfahrtsverbänden gemacht werden, die sind sinnlos? Wer sagt diese das? 80%-Zahl, die hat Herr Reck, das ist ein Kollege von Ihnen, Chef im Arbeitsamt Brandenburg genannt. Der hat gesagt, 80% aller Maßnahmen sind im Grunde genommen Blödsinn. Ja. Wer verdient daran? Eine ganze Armutsindustrie. Also dazu gehört der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband. Ein Kollege vom Stern hat Sie mal als Cheflobbyisten der Armutsindustrie bezeichnet, Herr Schneider. Es sind ja nicht nur. Es ist nicht nur der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband. Natürlich, wir haben 40.000 Bildungsfirmen in der Bundesrepublik Deutschland.
Und natürlich stimme ich Ihnen zu, wenn einer keine Ausbildung hat, muss man ihm natürlich eine Ausbildung geben. Ja. Aber nicht solche Pipi-Kurse. Was haben Sie denn alles gesehen? Also ich weiß nicht, von Puzzeln, von Strickkursen, von Theaterkursen als Selbstfindung für junge Leute, die noch nicht so richtig wissen, wo sie im Leben stehen. Das ist aber ja auch alles nicht für Gotteslohn, sondern diese Kurse kosten zwischen 300 und 800 Euro im Monat. Die Kurse gehen in der Regel über 6 bis 10 Monate. Und dazwischen bezieht er, oder da, parallel dazu bezieht der Hartz-IV-Empfänger natürlich sein Hartz-IV und das Wohngeld. Das kostet richtig Geld. Und hinterher ist durchaus nicht damit verbunden, dass da auch ein Job bei rumkommt. Es sind oft auch Kurse, wo man, so wie Sie eben gesagt haben, die müssen erst mal lernen, früh aufzustehen. Die müssen erst mal 8 Stunden durchhalten. Aber ich finde, das ist nicht die Aufgabe der Jobcenter. Das ist doch keine Lebenshilfeeinrichtung oder eine Telefonseelsorge. Sie sind eine Lebenshilfeeinrichtung? Wir müssen alles tun, um Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir müssen alles tun, um gerade junge Leute in Ausbildung zu integrieren. Aber dann bleibt ein großer, in Anführungszeichen, Recht. Und es ist unsere Aufgabe, uns auch um diese Menschen zu kümmern. Egal, wo sie stehen, egal, wo sie hergehen. Wir garantieren damit den sozialen Frieden in diesem Land. Und wenn wir es nicht tun, das sage ich auch mal ganz deutlich, dafür werden die Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern auch viel zu wenig gewertschätzt. Spricht oft keiner mehr mit diesen Menschen, isoliert man diese Menschen aus der Gesellschaft. Und in einer solchen Gesellschaft, wo wir einen großen Teil der Menschen, die sich heute in diesem System aufhalten, ausgrenzen, im Prinzip nur noch einen Scheck übermitteln, einmal im Monat, das ist nicht in Ordnung, das ist soziale Ausgrenzung. Und dagegen würde ich mich immer wehren. Und Städte und Gemeinden würden anders aussehen, wenn wir das nicht so tun würden, wie wir es tun. Frau Maischberger, würden Sie mir gestatten, eines richtig zu rücken mit der Industrie? Das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Dass Sie keine Arme dass, da, nee, dass betreiben. Wir, dass wir tatsächlich so ein Heidengeld verdienen. Ich will nur eines, damit es auch klar ist. Wir haben als Wohlfahrtsverbände alle zusammen in Deutschland 1,6 Millionen Mitarbeiter und Mitarbeitern angestellt. In dem Bereich, den Sie ansprechen, haben wir im Moment noch gerade mal 5.000 etwa. Mhm. Das heißt, es ist für uns, wenn Sie von Geld machen, sprich ein absoluter Nebengleis der. Und jetzt noch was. Ja, dann würde ich gerne weitergehen. Der Recherchestand ist möglicherweise etwas alt, um vorsichtig formuliert. Denn in den letzten 2 Jahren sind 48% aller Stellen weggefallen in dem Bereich. Ja. In den letzten 4 Jahren sind 34% aller Angebote weggefallen. Das ist die Realität. Ich würde es gerne auf eine andere Formel noch mal bringen, weil Sie ja auch gesagt haben, es gibt eben nicht mehr für jeden Menschen hier in Deutschland eine Arbeit. Sie stimmen dem zu. Sie haben auch häufig gesagt, es gibt eben nicht mehr Arbeit für alle. Sonst könnte man ja auch tatsächlich vielleicht die Angebote zielgerichteter machen. Das ist ja auch eine Forderung, die eben Frau Knobel-Ulrich hat. Ich würde gerne Frau Williams mit dazu hineinbeziehen. Und zwar deshalb, weil sie so etwas hat wie eine Karriere von der nicht ganz Tellerwäscherin, aber fast, aber jedenfalls zur Millionärin. Judith Williams, eine taffe Geschäftsfrau, die ihren Erfolg nur sich selbst zu verdanken hat. Als ihre Opern- und Konzertkarriere über Nacht endet, beginnt Judith Williams bei Null. Ohne Job sitzt sie zu Hause. In einem Fitnessstudio hilft sie aus, erkennt ihr verkäuferisches Talent, wird bei einem Teleshopping-Sender als Moderatorin engagiert. Dann trifft sie eine riskante Entscheidung, wird Kosmetikunternehmerin. Heute macht Judith Williams mit ihren Verkaufsshows Millionenumsätze. Frau Williams, Sie wollten eigentlich Sängerin werden. Aus der Karriere wurde aus Krankheitsgründen nicht. Sie hatten einen Tumor. Und mussten sich behandeln lassen. Ich musste mich behandeln lassen und musste schwere Medikamente und Hormone nehmen, die meine Stimme so verändert haben, dass ich nicht mehr singen konnte. Und somit zu Hause auf der Couch gesessen habe und nichts mit mir anzufangen wusste. Wie lange hat diese Couchphase gedauert? Also ich meine, sind Sie sofort aufgestanden? Nein, überhaupt nicht. Und deswegen kann ich das gut nachempfinden, was Sie gerade auch gesagt haben, dass man in eine Form von Depression verfällt. Vor allem oft hat das ja auch was damit zu tun, dass man seine Träume verliert. Mhm. Und gut, ich war damals nicht über 50, nicht über 40, sondern 25. Da ist es sicherlich einfacher, sich zu wandeln und einen neuen Traum zu finden und zu sagen, ich mache jetzt irgendwas anderes. Aber da gab es für mich einige Schlüsselsituationen. Naja, Sie haben ja nicht am Anfang den Traumjob gehabt. Sie haben am Anfang hinter einem Tresen gestanden in einem Fitnesscenter. Wie sind Sie zu dem Job gekommen?
Ich habe in dem Fitnesscenter vorher trainiert, um für die Bühne fit zu sein. Ich habe viel West Side Story und so weiter gesungen, da muss man tanzen. Und als mir das dann passiert ist, saß ich zu Hause bei meinen Eltern sehr deprimiert auf der Couch und habe gesagt, um Gottes Willen, was soll ich mit mir anfangen? Und mein Vater hatte da nicht viel Mitleid mit mir. Mhm. Und er hat einfach gesagt, weißt du, du bist nicht arm, du bist eigentlich sehr reich. Du hast einen Kopf, zwei Beine und zwei Arme, steh auf und tu was. Mhm. Und ich fand das damals sehr gemein und kann sehr nachempfinden, dass auch Hartz-IV-Empfänger etc. auch manchmal vielleicht eine Form von Bitternis in sich empfinden, wenn solche Träume platzen oder wenn sie sagen, 15 Jahre lang wollen sie einen angemessenen Job haben. Aber man muss der Realität irgendwann ins Auge sehen und sagen, so geht's nicht, ich muss wandeln. Ich würde quasi aus der Ecke hören können, na gut, sie war jung, sie sah gut aus und sie hatte offensichtlich ein Elternhaus, das ihr eine vernünftige Bildung mitgegeben haben. Also insofern nicht vergleichbare Umstände. Ja, gut, das könnte sein. Trotzdem weiß ich, wie es ist, so in dieses Loch zu fallen und drei Monate nur zu Hause zu sitzen und nur Fernsehen zu schauen. Ich habe wirklich zwei Monate eigentlich nur vor der Glotze gesessen und gesagt, ich kann eigentlich nichts mehr mit mir anfangen. Und dann kommt es zu einem Punkt, wo man einfach als Mensch innerlich sagt, wie lange will ich mir das geben? Und wie lange erlaube ich es mir, mein Leben zu zerstören? Und dann tatsächlich, der angehende Opernstar steht in dem Fitnesscenter hinterm Tresen und verkauft Milkshakes. Ja, das ist doch auch etwas, wo viele sagen würden, bricht einem da ein Zacken aus der Krone. Ja, eigentlich, da kommt dann die Zeit der Demut. Weil man weiß, wenn ich jetzt nichts mache, dann sieht mein Leben nicht mehr so gut aus. Okay. Und das wollte ich ja nicht. Ich habe ja diese beiden Wege vor mir gesehen. Wenn du jetzt weitermachst, endest du dort. Und wenn ich jetzt aber anfange, wieder aufzustehen, ende ich vielleicht, wenn ich Glück habe, dort. Und mein Vater hat gesagt, nimm irgendeinen Job. Weil ich gesagt habe, ja, was soll ich denn für einen Job nehmen? Er sagt, das ist völlig wurscht was. Geh putzen, mach dies, mach jenes. Und dann hatte ich Glück, dass die gerade in diesem Fitnesscenter jemanden gesucht haben als Empfangsdame. Und dann habe ich da angefangen. Ich mache jetzt einen Riesensprung, weil Sie nämlich quasi dort ein Verkaufstalent entdeckt haben, das Sie dazu geführt hat, auch mit einem Tipp einer Freundin, dass Sie mal zu diesen Home-Shopping-Kanälen, also Teleshopping, gegangen sind. Dort waren Sie eine Granate, also die Verkaufszahlen sind hochgegangen. Und ja, aber am Anfang haben die mich ja nicht genommen. Das erste Casting habe ich gemacht, da bin ich durchgefallen. Warum? Weiß ich bis heute nicht, aber ich habe angerufen und habe gesagt, wissen Sie, ich weiß jetzt erst eigentlich, was Sie von mir wollen. Bitte laden Sie mich noch mal ein. Ich möchte unbedingt diesen Job und ich werde mein Bestes geben. Geben Sie mir eine zweite Chance. Und ich glaube, das ist das Wichtige, immer bereit zu sein, diese extra Meile zu gehen. Und dann haben Sie eine furiose Karriere gemacht und haben noch mal einen Cut gemacht und haben gesagt, so, das reicht mir nicht. Ich gehe in die Selbstständigkeit, obwohl damals eben schwanger. Ich mache mich selbstständig, gründe eben eigene Firmen, produziere dann auch und betreibe das selber. Das Risiko sind Sie eingegangen, wohl wissend, es könnte scheitern. Heute sind Sie Millionärin. Würden Sie sagen, Sie sind auch stolz darauf? In Deutschland ist das ja immer so eine Sache, ne? Ein Millionär und keiner gibt es gerne zu. Ja, man muss sich immer ein bisschen für, vor allem als Frau, glaube ich oft, aber das ist nochmal ein anderes Thema, sich rechtfertigen, wenn man Erfolg hat. Und wenn man so hart arbeitet, wie ich das tue, mit allen Plus und Minusen, die da mit dazugehören, fällt es mir sehr schwer, mich dafür zu schämen, dass ich erfolgreich bin, dass ich so viele Hunderttausende zufriedene Kunden habe, die gerne bei mir einkaufen. Und ich tue auch alles dafür, um erfolgreich zu sein. Und ich möchte mich nicht dafür schämen, dass ich wirklich alles dafür tue, weil das ist meine Lebenseinstellung. Ich möchte erfolgreich sein. Sie arbeiten häufig auch 12 Stunden am Tag, haben Sie gesagt. Noch andere, sehr viel mehr teilweise. So, an eine Familie, Herr Fielsch, das ist nicht Ihr Ideal, ne? Nee, nicht wirklich. Das ist mir klar. Ja, also nicht, er hat 15 Jahre auf der Couch gesessen und beraten. Und nein, ich habe in den 7 Jahren mein Unternehmen aufgebaut. Also, nee, jetzt das bitte ist da nicht unter die Gürtellinie, weil Sie wissen überhaupt nicht, was ich die ganzen Tag mache. Aber der Unterschied ist, Sie verdienen quasi Ihr eigenes Geld, Sie eben nicht. Ja. Das ist einfach ein grundsätzlicher Unterschied. Weil unser System so ausgelegt ist, dass Ihre Arbeit als sinnvoll betrachtet wird und das, was ich mache und das, was viele andere machen, sich kulturell und sozial einbringen, nichts wert ist. Ja. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Nein. Warum soll ich mich in ein krankes System mit einbegeben? Sie bringen es mir gerade ganz toll rüber. Ich würde ganz gerne ausreden wollen. Sie bringen es mir gerade ganz toll rüber. Sie haben gemeinsam einen Konsens jetzt hier gefunden. Sie sind für mich wie gut Menschen, die über andere Menschen entscheiden wollen. Und wir haben ein perverses System. Und Sie reden darüber, es noch perverser zu machen. Ein perverses System? Und das
Ich sitze eigentlich hier, weil ich schreien will, und das tue ich mit meiner Arbeit, mit meinen Internetauftritten und auch heute hier, weil ich schreien will, Hilfe, man will mich versklaven. Ja? Und nee, wenn ich das nicht zulasse, wenn ich mich dagegen wehre, dann will man mich vernichten. Wäre das eigentlich eine Lösung, Herr Schneider, Ihrer Meinung nach? Wir wollen das heute nicht diskutieren, aber er sagt ja im Prinzip, und das wäre dann die Einigung für alle, wir würden alle ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, Herr Fiesch bekommt eins, Herr Lenz sagt schon nein, er möchte keins. Und damit sind auch die Probleme, die die Vermittlung der Arbeit hat, obsolet. Jeder kann sich suchen, was er möchte. Und Sie haben einfach ein Problem weniger in der Vermittlung. Dieses Grundeinkommen ist erstmal sympathisch, klar, weil es geht von einem äußerst positiven Menschenbild aus, alle sind kreativ und alle machen was Nützliches. Am Ende wackelt sich das schon irgendwie so zusammen, dass wir alle gut klarkommen. Und beim Letzteren, da gibt es halt Zweifel. Die ganz pragmatischen und die Umsetzungsprobleme eines solchen Grundeinkommens sind so massiv, dass bei aller Sympathie, muss ich sagen, auch für das, was Sie vielleicht politisch tun, ich es für im Moment und in den nächsten 10, 20 Jahren für nicht realisierbar halte. Und ein Zweites, ich denke auch, was die Sanktionen in Hartz IV anbelangt, da sind wir immer für viel Reformen und sagen, die Sachbearbeiter brauchen viel mehr Ermessen im Zweifelsfall, um auch nicht sofort immer durchsanktionieren zu müssen. Man muss auch schauen, warum kommt jemand nicht so. Aber im Grundsatz sagen wir ganz abschaffen können wir die Sanktionen nicht, weil sonst dieses System Hartz IV nicht mehr akzeptiert würde von denen, die es finanzieren. Das ist so. Herr Lenz, wenn man es mal zusammenrechnet, wie gesagt, seine Begründung mal dahingestellt. Wir haben 30% Hartz IV-Empfänger, die arbeiten. Das sind nämlich die, die einen Minijob haben und eben aufstocken. Wenn man noch dazu zählt, die in Ausbildung sind, sich um Kinder kümmern oder eben pflegen oder eben in der Maßnahme, dann fallen eigentlich 60% ihrer Klientel weg. Die wollen Sie oder müssen Sie gar nicht vermitteln. Es bleiben also noch mal 30-40% übrig. Wie viele von denen haben wirklich Aussicht auf einen Job? Wie viele können einen Traum verwirklichen? Also wir haben rund 3% Sanktionen. Das ist natürlich von Ort zu Ort etwas unterschiedlich. Aber das, was wir eben beschrieben bekommen haben, das betrifft rund 3% der Menschen. Also deshalb kann ich nie so richtig verstehen, warum das Thema Sanktionen so hoch gehalten wird. Hat die Bundesagentur selber offensichtlich, wenn man es richtig versteht? Ich bin nicht die Bundesagentur für Arbeit, aber ich glaube, und ich glaube, das glauben auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, dass das Thema Sanktionen nun nicht unser größtes Problem ist. Wenn wir jetzt über die Reformen reden, ist das ein Punkt, der in diesem Papier steht, der offensichtlich von der Bundesagentur kommt und der dann heißt, dreimal unentschuldigt, nicht zum Termin und du bist auf Null. Finden Sie gar aber nicht das gut? Ist der Vorschlag der Bundesagentur für Arbeit. Dieser Vorschlag wird mit weit über 100 Vorschlägen in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutiert. Und wenn er da konsensual ist, kommt er dann irgendwann vielleicht mal in ein Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene. Also Vorschläge machen kann jeder. Frage, nur kriegen Sie denn mit so einem Vorschlag dann Herrn Fiesch? Nein, sage ich auch mal ganz offen. Wenn er gar nichts mehr bekommt? Ja, warum? Dann nimmt er wieder Termine wahr und so weiter, nimmt wieder an der Maßnahme teil und alles ist wieder gut. Ich glaube, auch mal mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Für so Leute wie Sie wäre das klasse. Wäre das richtig klasse. Klingt ja immer schön, keine Bürokratie. Ja. Sie könnten sich beschäftigen. Aber ein großer Teil der Menschen, die wir betreuen, wird dadurch ausgegrenzt. Mir hat mal einer erzählt, die Firma hat auch pleite gemacht, er ist arbeitslos geworden, sagte, irgendwann bin ich nicht mehr aus meinem Bett aufgestanden. Ich habe mein Leben nicht mehr in den Griff bekommen. Und der hat sich dann selber Arbeit gesucht. Er ist morgens um 7 schwimmen gegangen, dann ist er in die Kirche gegangen. Dann hat er im Altenheim 2 Stunden gemacht und er sagte, nur über diese Arbeit habe ich wieder zurückgefunden in eine Struktur und deshalb auch wieder zurückgefunden ins Leben. Soziale Kontakte, darum geht's. Arbeitslosigkeit macht krank. Arbeitslosigkeit grenzt aus der Gesellschaft. Und deshalb kann das für mich keine Lösung sein, wer das vorschlägt, kennt die Menschen nicht. Das heißt also, Sie sind im Jobcenter ein Chef und sagen Ihrer obersten Behörde, der Bundesagentur, dieser Weg ist es nicht. Habe ich Sie so verstanden? Frau Knobel-Ulrich, wären Sie denn für Sanktionen zu haben, die dann, wenn eben gewisse Richtlinien nicht eingehalten werden, dann auf Null gehen? Natürlich. Also wenn jemand dreimal nicht kommt, man geht doch davon aus, dass jemand, der arbeitslos gemeldet ist, auch Arbeit sucht. Jedenfalls höre ich das von Ihnen. Die Mehrzahl sucht Arbeit. Dann müsste man doch auch erwarten, dass Sie anreisen, wenn Ihnen ein Job vermittelt wird. Wenn Sie das nicht tun, würde ich das sanktionieren. Aber da muss man noch mal nachschauen. Wobei ich ein gewisses Misstrauen habe gegenüber diesen berühmten 3%. Weil mir Mitarbeiter von Arbeitsämtern sagen,
ich sanktioniere deswegen nicht, weil mir das zu viel Mühe ist, die Schreiberei und Widerspruch und Begründung und hin und her, sodass man da von den Sanktionen her nicht so genau weiß, ob es die 3% sind. Ich habe noch ein zweites Problem. Wenn Sie heute ein Jobangebot kriegen von Frau Williams, dann können Sie ja nicht zum Hörer greifen und sagen, hallo Herr Meier, ich habe einen super Job und morgen können Sie sich vorstellen. Sondern Sie müssen einen Brief schreiben, der hat eine Woche Vorlauf. Wenn jemand parallel schwarz arbeitet, kann er sich da super drauf einstellen. Und das Dritte ist, ich bin sehr oft mit der Zollkontrolle Schwarzarbeit durch die Gegend gezuckelt. Das ist immer das gleiche Ritual. Guten Tag, bekommen Sie Hartz IV? Ja, aber ich bin hier angemeldet, aber ich habe ja nur 100 Euro und die darf ich dazu verdienen. Ich kenn das und alles. Dahinter das gibt's auch. Verbergen ja, sich oft ja, Vollerwerbsarbeitsplätze. Ich kenne das alles, das gibt es auch alles, aber es gibt wie in jedem Leistungsgesetz, was wir in unserer Gesellschaft haben, Steuergesetze, viele andere, gibt es Missbrauch. Ich will nicht diesen Missbrauch jetzt gutheißen. Selbstverständlich nicht. Wenn man das rauskriegt, muss das auch entsprechend verfolgt werden. Aber ich wehre mich dagegen, dass mit diesen missbräuchlichen Fällen der Eindruck entsteht, als wäre eine große Gruppe von Menschen, und das betrifft sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, Seite aus, wir wollen ja heute diskutieren an einem Extremfall in der Tat, ob diese neue Vorstellung Hartz IV dann wirklich fassen würde, Sanktionen. Sie sagen, nein, das würde das Problem nicht treffen. Das größere Ziel dieser Reform ist, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Verlaub, die Bürokratie zu verschlanken, damit die Vermittler mehr Zeit haben für die Arbeitsvermittlung und möglicherweise eben, um auch dem Missbrauch die Quoten, auch wenn sie gering sind, noch mal runterzukommen. Ich möchte gerne ein Beispiel aufgreifen, auch deshalb, weil die Zuschauer das vermutlich in der Zeitung gelesen haben. Ein sehr prominentes Beispiel, auch vielleicht nicht typisch oder eben vielleicht doch. Da geht es um Missbrauch von Hartz-IV-Leistungen. Die Bildschlagzeile von letzten Freitag ist keine Zeitungsente. Während Tommy Haas als gut betuchter Tennisprofi in Kalifornien lebt, beantragte sein Vater Hartz IV, weil er seit einem lebensgefährlichen Unfall nicht mehr als Tennislehrer arbeiten konnte. Ein Jahr lang bezogen Peter Haas und seine Frau ca. 15.000 Euro. Sie bezogen das Geld, weil sie dem Jobcenter andere Einkünfte verschwiegen. Unter anderem die monatliche Unterstützung ihres Sohnes Tommy. Das Amtsgericht Rosenheim verurteilte die Eltern jetzt zu einer 9-monatigen Haftstrafe auf Bewährung. Ein typischer Missbrauchsfall? PS, 2013 wurden 163.547 Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Das Nein kam zu. Ich muss es einfach jetzt noch mal klarstellen. Es gibt natürlich eine Reaktion von der Familie Haas. Also auch der Anwalt wird in Berufung gehen. Nicht, weil die Tatsache falsch ist. Die Familie hat gesagt, sie werden den Schaden wiedergutmachen, das Geld zurückzahlen und hoffen dann, dass eben in der Berufung das Urteil etwas milder ausfällt. Warum, sagen Sie, Herr Schneider, ist das kein typischer Fall von Missbrauch? Wenn man jetzt mal nur grundsätzlich. Das ist überhaupt kein Missbrauch, das ist Betrug. Das knallharter Betrug. Missbrauch heißt ja, dass ich eine Leistung bekomme, die mir zusteht und dann missbräuchlich verwende. Hier was anderes damit machen, wie auch immer. Was hier passiert, ist ähnlich wie bei Steuerhinterziehung. Es gibt auch keine Steuersünden. Das ist Betrug. Alles wenn die Familie sagt, Moment, wir haben Ihren Antrag, der ja kompliziert ist, auszufüllen, haben wir schon von Frau Völker. Angenommen, die Familie sagt, wir haben aus Versehen das Kreuzchen an der falschen Stelle gemacht. Ich muss schon, ein Missbrauch oder ein Betrug? Nein, das ist Betrug dann, wenn ich genau weiß, dass ich so viel Geld an Zuwendung bekomme vom Sohn, vom Tochter, von wem auch immer, dass ich auf jeden Fall über Hartz IV-Satz bin. Ja. Dann ist mir doch völlig klar, auch als Laien, dass ich kein Recht habe, mir diese Leistung tatsächlich jetzt zukommen zu lassen. Wenn ich dann im Fragebogen wirklich nicht angibt, dass ich dieses Geld bekomme, dann kann man nicht mehr von einem Versehen ausgehen. Das heißt also, und deswegen denke ich, wenn sich das Urteil so bestätigt, wenn in Berufen gegangen worden ist, dann ist es Betrug. Dann sollte man es nicht verharmlosend vom Missbrauch sprechen. Okay, Herr Lenz, 9 Monate auf Bewährung. Strafmaß für Sie auch angemessen? Oder ist das jetzt so, dass man abschreckt? Das ist das Strafmaß, was für solche Vergehen die Regel ist. Also ich kann das nur bestätigen. Ja. Also wer Einkünfte verschweigt, wer schwarz arbeitet
und dabei ertappt wird, da wird nicht nur das Geld zurückgefordert, sondern wir sind verpflichtet, Strafantrag zu stellen. Frau. In jedem Einzelfall Strafantrag. Also nicht ein, ach, ein Versehen oder sonst was, sondern das ist ein Delikt. Ich würde gerne diese schmale Spur zwischen eben dem, was Sie sagen, es ist Betrug, weil das setzt ja ein Bewusstsein voraus und ein Missbrauch oder eben ein Versehen. Frau Völker, bei Ihnen war es ja genau umgekehrt. Das Jobcenter hat gesehen, oder ist noch ein Filmfonds? Der ist ja da, möglicherweise gibt es Einnahmen. Das hat doch in Ihrem Fall dazu geführt, dass sehr genau und sehr misstrauisch drauf geguckt wurde und Sie auch erstmal die Leistung nicht bekommen haben. Mhm, genau. Für wie fähig halten Sie die Menschen im Jobcenter in der Struktur, das eine vom anderen gut zu unterscheiden? Wir reden über Bürokratie. Ja, das ist natürlich jetzt schön. weil beide Seiten jetzt auf dem Tisch liegen quasi. Ja. Das ist interessant. Also ich habe das natürlich als sehr schwer empfunden, weil ich natürlich gesagt habe, wenn tatsächlich aus diesem Filmfonds das Geld wieder rauskommt, dann kriegen Sie es doch zuerst. Mhm. Ich kann aber zum jetzigen Zeitpunkt, ist es nicht möglich. Es ist einfach, also und das, da mussten Sie sich schriftlich absichern. Das kann ich aber auch verstehen, dass da irgendwas vorliegen muss. Nur bis dahin war es ein unglaublicher Weg. Also wenn die am Anfang zu mir gesagt hätten, geben Sie uns das bitte schriftlich, Frau Völker, dann wäre das viel einfacher gewesen. Und ich habe selber war eben halt, also das ist zum Beispiel sowas, dass man dann verkopft ist oder, keine Ahnung, eben halt mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ich selber bin da nicht drauf gekommen, ganz ehrlich. Wie ist Ihr Fazit, was die Bürokratie angeht, in diesen ganzen Verfahren? Also verschlanken finde ich super. wirklich, weil das ist... das ist wirklich eine Tortur teilweise. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Selbstständige haben es da noch gut, würde ich jetzt mal behaupten. Also das andere habe ich ja gar nicht erlebt. Mhm. Aber das wäre wirklich toll, wenn es wirklich dann um die Sache geht, um die es eigentlich geht. Sie haben auch von demütigend und entwürdigend gesprochen. Warum? Ja, einfach weil... es ist einmal das, dass es nicht lief, ne? Dass es eben halt die ganze Zeit immer um diese Bescheide ging, die ich nicht bekommen habe. Also ich musste auf das Geld warten und es kam halt eben halt auch irgendwann Sprüche, die also dass dann mir empfohlen wurde, quasi umzuziehen, damit ich halt eine andere Beraterin habe. Richtig, genau. Das heißt, die Person war natürlich offensichtlich Sachen, überfordert, oder? Ja, natürlich. Die war auf jeden Fall überfordert und wir waren alle überfordert. Aber das ist eben etwas, wo ich mir dann eben halt auch die Frage stelle: Okay, da wünsche ich mir halt einfach dann wirklich den Menschen Kontakt, wenn sie so viel Wert darauf legen. Und das finde ich super, wenn das wirklich dann das ist, worum es geht. Dass da halt einfach noch mehr Unterstützung für die auch kommt. Weil die sind zum Teil sie wirklich... Hat recht. Sie sind überfordert, die Menschen in den Jobcentern? Nein. Also ich meine, Herr Fielsch sagt seine, weil es ist ja zu Teilen sind sie aber auch deshalb überfordert, weil sie ja nicht wissen, wohin mit den Leuten. Wir brauchen, wenn ein Job, wenn jemand im Jobcenter Erfolg hat... Da ging es um die Bearbeitung. Aber so. Es kommt das Gesetz. Haben Sie schon mal versucht, so einen Antrag auszufüllen? Ich sag's mal ganz offen. Das Gesetz ist angetreten 2005 und sollte gegenüber der vorherigen Sozialhilfe ein sehr schlankes Gesetz werden. Wir haben heute ein Gesetz, was im Prinzip so bürokratisch und schwierig zu handeln ist, dass sowohl die Menschen vor dem Schreibtisch und auch teilweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterm Schreibtisch oft nicht mehr wissen, wie man damit klarkommt. Das hat viele Ursachen. Haben Sie es mal versucht, einen Antrag auszufüllen? Ich habe es versucht, einen Antrag auszufüllen. Wir haben sogar an entscheidender Stelle mal Bescheide vorgelegt, die über 100 Seiten dick sind. Temporäre Bedarfsgemeinschaft wird Ihnen was sagen, wo wir mit deutlich gemacht haben, das geht so nicht. Und deshalb Übereinstimmung eigentlich in der Fachwelt. Wir müssen den Kraftakt organisieren, so schwierig das ist. Dieses Gesetz deutlich zu entschlacken von bürokratischen Regeln, die für die Menschen vor dem Schreibtisch ein Problem sind, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen hinter dem Schreibtisch ein Riesenproblem sind, die jeden Tag eben halt sich bemühen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen und oft auch selber in schwierigen Lebenssituationen sind, weil sie nur einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Frau Knobel-Ulrich, Sie wollten? Ich wollte sagen, ich denke, es muss sich beides ändern. Also das System von Hartz IV muss sich von Seiten der Jobcenter ändern. Es ist viel zu starr, also dass man immer nur die Variante hat, geh in eine Maßnahme, in eine Trainingsmaßnahme, die mehr oder weniger sinnlos sind. Ich habe oft den Eindruck gehabt, dass die Arbeitslosen in diesen Maßnahmen auch völlig... Ich finde, das passt der Begriff entwürdigend, sich behandelt fühlen.
weil sie natürlich auch da hocken in einer, zum Beispiel einem Bürotraining, aber sie sind Bauarbeiter und sie wollen da nicht hin. Oder sie üben, ja, sie üben in einer Übungsfirma, wo keine echten Kollegen da sind, die sagen, ja, Mensch, gut, dass du kommst, wir brauchen dich und wenn du nicht da bist, dann, dann fehlt uns was. Das muss sich ändern. Und das Zweite, was sich allerdings unbedingt ändern muss, ist die Haltung von Leuten wie Ihnen. Also entwürdigend oder Zwangsarbeit, das finde ich ehrlich gesagt das Letzte. Ernähren Sie sich selber. Das ist ein alter biblischer Grundsatz. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Er arbeitet, aber kann sich nicht ernähren. An einem Punkt wenigstens mal einer Meinung sind. Na? Nämlich in der Tat, diese Maßnahme, die im Moment nur 4 Monate dauert im Schnitt, mehr sind das ja nicht, die helfen nicht weit. Wir brauchen, das sagt Herr Alt auch, von der Bundesagentur öffentlich geförderte Beschäftigung für fast 1 Million Menschen, wenn tatsächlich die Jobcenter vermitteln wollen. Wir kommen nicht drum rum. Wir müssen ehrlich werden. Viele Menschen, Herr Alt geht von 400.000 bis 800.000 aus, sind nicht mehr ohne weiteres vermittelbar. Wir müssen trotzdem arbeiten. Sie wollen auch arbeiten. Und da müssen wir Arbeitsplätze schaffen. Diese Bundesregierung hat in den letzten Jahren genau das Gegenteil, oder die letzte hat genau das Gegenteil getan. Sie hat diese Beschäftigungsmöglichkeiten runtergefahren um die Hälfte. Und auch jeder zweite Platz öffentlich geförderte Beschäftigung ist überhaupt noch existent. Und dann kommt es dazu, dass auch keine Jobangebote kommen. Ja, aber das betrifft den Arbeitsmarkt. Wir sind jetzt gerade bei der Reform und der Frage, ob das dann... Das müsste aber dringend in die Reform rein. Sonst haben wir noch eine Pepita-Reform. Wir machen eine kleine Korrektur für die Verwaltung. Das interessiert Sie gar nicht, die Bürokratie? Die Bürokratie interessiert mich schon, aber noch mehr interessiert mich der Mensch. Was braucht der Mensch in Hartz IV? Er braucht gute Arbeitsangebote und er braucht vor allen Dingen auch Geld, um über die Runden zu kommen. Und beides wird im Moment leider nicht diskutiert. Sie haben aber schon in der ersten Reaktion gesagt, dass die Verschärfungen zum Teil menschenfern sind und eben nicht zumutbar. Fern deshalb, weil die Menschen Arbeit wollen und weil die Menschen ein Geld brauchen, um über den Monat zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich ein 13-jähriges Kind habe, komme ich mit 260 Euro nicht hin. Ist so. Das brauchen die. Und jemand, der an den Bedürfnissen der Menschen ansetzt, wird auch diese beiden Punkte in den Griff nehmen müssen. Und diese Reform hält sich aber fast ausschließlich an Verwaltungsableuten auf. Das ist gut, richtig, freuen sich alle drüber, die da arbeiten. Ja. Aber um den Menschen was zu bieten, brauchen wir, ich kann es nur noch mal wiederholen, habe ich ganz Ihre Ansicht, öffentlich geförderte Beschäftigung. Nee, das hat sie nicht gesagt. Aber ganz kurz die Erhöhung. 391 ist der Regelsatz jetzt für einen Erwachsenen in Deutschland seit dem 1. Januar. Das heißt, die Sätze sind gerade erhöht worden. Dieser zum Beispiel um 8 Euro, glaube ich. Um 8 Euro. Ja. Sie finden das zu wenig, Sie würden die Sätze überhaupt erhöhen? Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass man beispielsweise, nehmen wir 3,20 Euro sind für einen Jugendlichen für Ernährung den ganzen Tag drin. Ja. Kann man kaum. Ja. Da sind zum Beispiel Schuhwerk über das ganze Jahr für einen Teenager 70 Euro drin. Allein die Sportschuhe, die ich brauche, die beiden für die Schule, Winterschuhe, Sommerschuhe, kann nicht klappen. Windeln, 6,43 Euro, den will ich sehen, der davon im Monat hinkommt mit Windeln. Wenn man die Position im Einzelnen durchgeht, wird man ausrechnen und feststellen, es gibt keine Chance mit diesem Geld über die Runden zu kommen. Wenn man es in Ordnung findet, dass beispielsweise 1 Euro drin ist für ein Kind Eis im Monat, 1 Euro, dann, wenn wir auf dem Niveau angekommen sein sollen, dann reicht's. Aber ich denke, wir können uns in diesem Staat mehr leisten. Also Sie haben mit 391 oder davor dem Regelsatz ganz, also jedenfalls so gelebt, dass Ihnen nichts gefehlt hat? Es fehlt sehr viel. Man kann bestimmte Dinge sich überhaupt nicht leisten. Aber Kino, Sie haben eine Wohnung auch Kino bezahlt? Kino und so weiter. Strom, ja, man hat, Heizung? Genau, also man hat diese Grunddinge eben halt, aber einen kulturellen sozusagen bei, also etwas teilzunehmen in der Gesellschaft. Aber wieso, dafür Sie reicht sagen doch, Sie machen 12 Stunden am Tag Internet, Radio und alles Mögliche. Dann reicht es doch, oder? Nee, dann reicht es doch, oder wahrscheinlich? Das mache ich als Berater. So. Frau Knobel-Ulrich, ja, würden Sie die Sätze erhöhen? Sehen Sie? Nein. Dafür muss ich PR machen. Nein, weil ich würde sie deswegen nicht erhöhen, weil ich das für ein falsches Signal halte. Dann haben wir noch mehr Leute, die sagen, es lohnt sich für mich nicht, auf dem Acker zu sitzen, Salat zu ernten. Es lohnt sich für mich nicht zu putzen. Nein. Ich kenne Hartz-IV-Empfänger, die das genau ausrechnen. Das hört man ganz oft. Wir haben 1,3 Millionen Menschen, die arbeiten trotz Hartz IV und die jeden Tag beweisen, die Menschen wollen arbeiten. Ganz einfach. Das kann man einfach wegreden. Aber sollte man nicht eher etwas an den Billiglöhnen verändern? Ja, aber das heißt, Hartz IV nach unten schieben. Wenn wir tatsächlich die Mindestlöhne auf einem Niveau hätten, dass man nicht mehr Hartz IV bräuchte, wären wir alle zufrieden. Das wäre ja eine feine Lösung. Was haben Sie denn dagegen, die Sätze zu erhöhen? Ich habe ja in Ihrem Buch gesehen, Sie haben ja ganz radikale Forderungen. Sie sagen zum Beispiel, also Personen unter 27 Jahren sollten gar keinen Anspruch haben auf Hartz IV. Damit die nicht auf die schiefe Bahn kommen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich denke, dass man jungen Leuten
kein Geld in die Hand geben sollte und nicht sagen sollte, du kriegst jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung vom Staat finanziert, weil das das falsche Signal ist. Also wenn jemand so jung ist, dann würde ich ihm natürlich, soll der nicht unter der Brücke schlafen, ist doch keine Frage. Der soll selbstverständlich eine Unterkunft bekommen und Lebensmittel. Aber ich würde nicht jemanden, der schon in der Schule nicht einen Abschluss geschafft hat, auch noch signalisieren, weißt du, als letzte Zuflucht kriegst du das Geld vom Arbeitsamt. Und zum Beispiel, ich ergänze es nur noch, maximal 5 Jahre pro im Leben sollte man überhaupt einen Hartz-IV-Anspruch haben. Was wäre denn die Konsequenz dann, glauben Sie? Es wäre dann die größere Motivation für die, die in Hartz IV sind, oder was Herr Schneider sagt, dann grenzen Sie erst recht aus. Was ich denke, ist, es ist nötig, in Bewegung zu kommen. Und ich fand das ganz interessant, was Frau Williams sagte, dass sie sagte, ich habe dann irgendwann gedacht, wo soll mein Leben hingehen? Und irgendwann kam sie in Bewegung. Wenn man so wie sie sich das leisten kann, auf Kosten der Leute, die arbeiten, 15 Jahre zu Hause zu sitzen, dann ist das das falsche Signal. Deswegen denke ich, man muss das begrenzen. Das falsche Signal wäre es einem Menschen, der in Not geraten ist, meist nicht aus eigener Schuld, zu sagen, das kriegst du von uns auch noch den letzten Schritt. Herr Schneider, wir sind glaube ich, in einem Punkt uns einig. Holland oder Dänemark sind doch keine mittelalterlichen, finsteren Diktaturen. Völlig anderes System. Aber dort, wenn Sie in Dänemark den zweiten Jobangebot nicht annehmen, dann sind Sie weg von der Platte. Wir haben aber Jobangebote, davon spreche ich doch die ganze Zeit. Wir haben auch Jobangebote. Wir haben die nicht, uns fehlen etwa 400.000 öffentlich geförderte Jobs, damit wir diese Menschen gefördert, aber es gibt doch genug andere Jobs. Niedriglohnjobs ist eben die Frage, ob dann tatsächlich dann die Spargelstecher aus anderen. So, das ist ja diese Diskussion, die werden wir nicht zu Ende führen können. Sie werden auch einen 60-jährigen Facharbeiter nicht zum Spargelstechen schicken. Den sicher nicht, nein. Herr Lenz, eine Frage an Sie, weil wir, wenn wir das jetzt angucken, was da an Veränderungen kommt, die Sanktionen halten Sie für ein minderes Thema, die Verschlankung, wichtiger nehmen Sie die als Herr Schneider. Da sagt aber Herr Alt, also wenn wir das so machen, wenn wir es einfacher machen, dann wird es sicher auch wieder ungerechter, weil man dann eben nicht mehr auf jeden Einzelfall so klar und individuell, wie er auch sein mag, reagieren kann. Also, wollen Sie das? Wir hatten ja ein ähnliches System in der Sozialhilfe. Lange eingeübtes System, wo es eine gewisse Entscheidungsspielraum auch der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gab. Ich habe selber einige Jahre ein Sozialamt geleitet. Da war es wesentlich einfacher, dass in so einem komplexen System mit so vielen Menschen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ungerecht wird. Das, glaube ich, kann man nie aussehen. Aber eins weiß ich, diese Versuche, es allen gerecht zu machen, dass wir also selbst den Strom für den Zündfunken in der Gastherme ausrechnen müssen. Das ist so. Okay. Diese Bemühungen führen da nicht zu dem Ergebnis, dass es alles gerecht wird. Ganz im Gegenteil, Sie haben es ja beschrieben, wie kompliziert das teilweise ist, auch von beiden Seiten. Also ich glaube, ich fände es gut, wenn wir den Mut hätten, da einfach mal einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, komm, wir gucken uns das noch mal an. Und ich bin sicher, wir kriegen das besser hin. So, das werden wir im Herbst sehen, was am Ende der Diskussion entsteht. Sie haben heute die Vielfalt des Lebens gezeigt und Frau Völker versucht, von ihren Schulden runterzukommen, eben mit dieser Online-Auktion. Ich habe mir das jetzt gerade noch mal jetzt aufgerufen, um zu gucken, ob da was passiert ist. Am interessantesten sind ja, wie ich finde, diese Olympiamedaillen. Da haben Sie eine Bronze, da ist ein Mindestgebot, aber da ist noch nicht viel passiert, aber bei der Silbermedaille sehe ich, da sind 1.000 Euro, glaube ich, mehr drauf gekommen, nicht? Das waren vorher 15, jetzt sind wir bei 16.000 Euro. Ja. Irgendwie habe ja ich das Gefühl, warum der Schwimmverband oder nicht irgendjemand daherkommt, das Ding ersteigert und ihn einfach wiedergibt. Ja, ich finde das unglaublich. Eine Frau, die das geschafft hat und wirklich für Deutschland so ein Renommee aufgebaut hat. So besonders. Dass ihre Medaillen, das ist ja blanker Hohn, wenn ich das hier im Vergleich einfach mal sehe, was sie geleistet hat. Wir hoffen das Beste für Sie. Wenn das gut läuft, sind Sie vielleicht einen großen Schritt aus den Schulden raus. So könnte es gehen, oder? Das ist ja super. Bis Sonntag läuft die Auktion. Vielen Dank, dass Sie heute den Schritt gemacht haben, über Ihre persönliche Situation zu reden. Auch Sie, Frau Williams, auch Herr Fielsch. Vielen Dank für die Recherche und vielen Dank für die Expertise, die Herren. Danke für diese Sendung. Wir machen in der nächsten Woche hier wieder weiter am Dienstag, wenn Sie wollen. Jetzt sind die Kollegen des Nachtmagazins da. Schönen Abend.